Hallo zusammen. Zur später Stunde ein neues kleines kurzes Vlog von hier, der Renzi. Ich habe mal das Vorderrad ausgebaut, also die Achse gelöst und die Bremstangen abgemacht dazu. Und zwar hatte ich bei der letzten kurzen Probefahrt hier vor der Straße oder auf der Straße ein kleines Erlebnis mit den Bremsen bzw. den Scheiben. Die haben so komisch geklackert und ich muss mir das jetzt mal etwas genauer ansehen. Ja, es ist nicht ganz hell, aber es macht nichts mehr, erkennt es wahrscheinlich trotzdem. Bremsscheibe, hier sind die Schrauben, da kommt die Achse durch, die Zange sitzt so oben drüber und würde so bremsen. Ja, und zwar hatte ich das Gefühl, dass sich die Scheibe Spiel hat, und zwar hier sind die Floater eingebaut. Das ist der Innenring und das ist der äußere Ring aus Edelstahl von hier ABM sind die Bremsscheiben. Und zwar sind das Peak Evo Bremsscheiben. Ja, und ich habe mit dem Hersteller telefoniert. Und der Hersteller hat mir freundlicherweise gesagt, wenn ich der Meinung bin, dass damit was nicht in Ordnung ist, schickst du zu uns, wir überprüfen sie kostenlos und bei Bedarf reparieren wir sie oder sagen halt, hier ist Schrott, wir verschrotten sie, kauf neue. Normalerweise sollte dieser äußere Ring auf dem inneren Ring fest sein und die Floater bewirken, dass die Scheibe sich ausdehnen kann. Ja, und ich hatte das Gefühl beim Bremsen, wie die hier die Bremse dann zugemacht hat, dass sich die Scheibe bewegen lässt und zwar mehr als das sein darf. Also man erkennt es jetzt ein bisschen schlecht. Die Scheibe hat leichtes Spiel in diese Richtungen, ja, und nach oben und nach unten ist hier alles fest. Felge mal rumgedreht. Hier sieht das ähnlich aus wie auf der anderen Seite. Und ja. Dann lag das wohl eher daran, dass ich mit kalten Slicks hier auf der Straße gefahren bin und ein bisschen heftig gebremst habe, dass ich so das Gefühl hatte, ups, hier war das nicht ganz in Ordnung. Also ich würde sagen, die Bremsscheiben sind von ihrer, von den Floatern her in Ordnung. Ich habe sie nachgemessen, die haben auch überall noch genügend Stärke, also kann man sie getrost weiternehmen. Ja, sau dunkel, man sieht's. Ich habe das Rad wieder drin, der andere Bremssattel ist schon drin. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn das hier blockiert ist, sich die Scheibe in Bremsenrichtung und im Gegensatz natürlich drehen lässt. Das ist natürlich nicht der Fall. Und so sitzt sie richtig. Entschuldigt jetzt bitte, dass es A dunkel ist, B die Qualität nicht so gut. Ich habe das zu später Stunde jetzt hier gemacht. Man sieht, es ist kalt. Ist ja auch schon Dezember und Winter. Und ja, dunkel ist es auch schon. Ich baue jetzt schnell die Felge wieder ein, mache die Zangen drauf und dann geht's heim ins Warme. Macht's gut.